Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Nach meinem letzten Video, bei dem ich ein Bild in Schwarz und Weiß und mit Metallic-Farben gerakelt habe, geht es heute wieder etwas farbenfroher zur Sache. Und zunächst mixe ich mir erstmal einen schönen Grünton aus zwei Farben, und zwar aus dem Königsblau und dem Saftgrün. Und um dieser Farbe dann ein bisschen frühlingshaftes Aussehen zu verleihen, vermische ich auf der ersten Farbschicht eine sogenannte Maya-Gold-Farbe. Diesmal habe ich mich für das leicht grünliche Avocado entschieden. Und das erinnert mich an eine Tinte, die ich besitze, die sich Altgrün-Gold nennt. Die Materialien aus diesem Video findet ihr bei mir in der Videobeschreibung. Dort verlinke ich dann auch auf entsprechende Webseiten. Weil ich nur einen leichten Farbauftrag haben möchte, verstreiche ich das Maya Gold mit relativ viel Wasser, sodass sich die glitzernden Pigmente ein bisschen auch in die Strukturen der Leinwand absetzen. Dieser Prozess, der ja fast einer Lasur gleicht, dauert etwas länger, bis ich zufrieden bin, denn ich habe ja auf meiner Seite des Tisches eine etwas andere Perspektive als die, die die Kamera gerade zurzeit zeigt. Und wenn gleich das Bild einmal von oben gezeigt wird, sieht man, wie schön die grün-goldene Struktur aufgetragen ist. Wie immer bei meinen Rakelbildern trockne ich dann meine Hintergrundbemalung, sodass ich, sobald ich die erste Rakelschicht aufbringe, einen völlig trockenen Untergrund habe. Die erste Farbschicht, die ich jetzt auf mein wunderbares Grün auftrage, sieht so aus, als wäre es das dunklere Gold, aber es handelt sich dabei um die Metallic-Farbe Bronze. Auf diesen bronzefarbenen Farbton habe ich mir ein dunkles Blau ausgesucht und im Gegensatz zu dem Grünblau, mit dem ich ganz gerne arbeite, entscheide ich mich bei diesem Bild für das Preußischblau. Das hat also keine grünliche Komponente, aber man sieht ja schon, dass die Vermischung mit dem Bronzeton einen leichten blau- und grünen Touch mit sich bringt. Und dieser Eindruck wird jetzt noch verstärkt, weil ich für die nächste Schicht die Perlfarbe Grün wähle. Das bedeutet, dass ich bei dieser transluzenten Farbe, wenn sie aufgetrocknet ist, einen leichten perlfarbenen grünen Schimmer habe. Was mir bei den anderen Rakelbildern immer gut gefallen hat, war, kleine Macken und Kratzer in die Leinwand zu ritzen. Und jetzt hatte ich beim Kochen eine Dose in der Hand und dachte mir, die könnte ich doch mal ausprobieren. Und so mache ich jetzt runde Macken in meine Leinwand, beziehungsweise in die ersten Farbschichten. Der Effekt ist allerdings nicht ganz so hoch, also man kann es hinterher noch sehen. Aber im Gegensatz zu meinem Rakelwerkzeug, wo ich wirklich bis auf die unterste Schicht durchdringe, gelingt mir das mit der Konservendose jetzt nicht, aber ich fand es gut, das auch mal ausprobiert zu haben. Um in meinem grünen Thema zu bleiben, wähle ich anschließend das permanent grün-dunkel und fühle mich langsam an das Thema eines Dschungels oder eines Regenwaldes erinnert und denke mir, es gibt ja auch dunkle Stellen in dem Regenwald und entscheide mich daraufhin für das Payne's Grey. Und dieses Payne's Grey lässt an manchen Stellen den Bronzeton noch leicht durchschimmern. Danach arbeite ich, ohne mein Werkzeug zu säubern, ein paar Details aus und gehe ganz sanft über die letzte Schicht. Zum Abschluss füge ich das Olivgrün hell hinzu. Das hat auf diesen dunklen Tönen fast die Wirkung einer Reflexfarbe, aber es ist tatsächlich das helle Olivgrün.
Und das gefällt mir so gut vom Kontrast her, dass ich diese Schicht jetzt als letzte Farbschicht auftrage und dann nur noch zwei kleine Details ergänze. Jetzt schauen wir uns das fertig gerakelte Bild im nassen Zustand einmal etwas genauer an. Heute sind weniger Inseln auf diesem Bild zu sehen, aber das war auch nicht die Absicht, sondern heute sind in diesem Bild mehr Schlieren zu sehen, sodass sich die einzelnen Farben sehr schön miteinander gemischt haben. Ich mag die dunklen Töne, auch wenn ich kein Schwarz benutzt habe, und ich mag dazu auch den Kontrast, den das helle Olivgrün auf diesen ganzen Schichten hinterlässt. Und trotzdem schimmert an einigen Stellen immer noch die Untergrundfarbe durch. Die Macken, die ich mit der Konservendose hineingedrückt habe, sind nicht ganz so deutlich, sondern es gibt nur noch wenige Stellen, wo ich diese runden, teilweise Halbkreise wahrnehmen kann. Inzwischen ist das Bild getrocknet und auch hier gehe ich einmal mit der Kamera relativ dicht über das Bild. Es hat sich nicht so viel verändert. Die Farben glänzen nach wie vor. Sie sind nicht so dunkel aufgetrocknet, wie es bei manchen der Bilder der Fall ist, wenn man Acrylfarbe benutzt. Und ich denke, dass von der Idee, die ich zwischendurch hatte, nämlich einen Regenwald oder einen Dschungel, noch sehr viel zu sehen ist. Das ist jetzt das fertige Bild, wie es an der Wand hängt und von einem anderen Licht beleuchtet wird. Und dann gehe ich mit euch einmal näher ran. Man kann noch ganz wunderbar die Struktur der Leinwand sehen und man kann die einzelnen Farben auch sehr gut erkennen, während wir jetzt einmal ein bisschen über das Bild schwenken. Ich finde, dass es ganz wunderbar aussieht. Und diese herrlichen kleinen Details der Metallicfarbe Bronze auch noch gut hervorstechen. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal in zwei Perspektiven an. Das ist nochmal das nasse Bild, bevor ich mich dann heute von euch verabschiede. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Du darfst mir gerne ein Like geben, gerne auch Konstruktives in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.